Das Wort hat die Kollegin Gabriele Schmidt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Wir reden heute wieder mal über Arbeitszeit, Arbeitsschutz, Arbeitnehmerrechte. Scheint überhaupt die Woche des unterdrückten, geknechteten Proletariats zu sein? Gestern die Leiharbeiter und die Menschen mit Behinderung, heute die Vielarbeiter und die Gestressten. Oh, sachlich, gerne, gerne. Wir haben zum Glück die Opposition, die sich um kürzere Arbeitszeiten für alle kümmert. So, jetzt mal Ironiemodus aus. Der vorliegende Antrag ist einseitig und blendet die Realität der Arbeitswelt aus. Arbeit, und das versteht die Opposition eben nicht, ist keine Einbahnstraße. Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben naturgemäß unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen. Und um diese auszuhandeln, gibt es aus gutem Grund die Tarifpartner. Die kommen ihrer Arbeit, ihrer Aufgabe seit fast 70 Jahren nach, mit dem Ergebnis einer florierenden Wirtschaft, einem partnerschaftlichen Verhältnis der Akteure und weitestgehend zufriedenen Arbeitnehmern. Die Aufgabe der Politik ist es, Leitplanken zu schaffen, die für beide Seiten passen und den Bedürfnissen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber gerecht zu werden. Und beide gehören untrennbar zusammen. Aber das scheint die Opposition gerne zu ignorieren. Der Gesetzgeber muss nur dort Schutzgesetze erlassen, wo Arbeitnehmerrechte verletzt werden. Und Schutzgesetze gibt es schon eine ganze Menge. Davon haben wir durch Kollegen Lagoski schon gehört. Eine zwangsweise Umverteilung der Arbeit und die Forderung nach kürzeren Arbeitszeiten gehen an der Realität vorbei. Ich erinnere auch an die Debatte vom 28. April dieses Jahres, bei der wir den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu mehr Zeitsouveränität diskutiert haben. Dort wurde zum Beispiel kritisiert, dass 1,35 Milliarden Stunden nicht geleistet werden, weil die Wünsche der Beschäftigten nach mehr Arbeit nicht berücksichtigt werden. Ja, was denn nun? Was stimmt denn? Es gibt Leute, die wollen mehr arbeiten. Es gibt Menschen, die wollen weniger arbeiten. Wir brauchen also keine gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften, wie im Antrag der Fraktion Die Linken gefordert, sondern größtmögliche Flexibilität und eine gesunde Balance zwischen Arbeitsgestaltung und Lebensführung der Arbeitnehmer auf der einen und den Arbeitgeberinteressen auf der anderen Seite. Die Opposition unterschlägt, und nicht nur heute, die bereits ergriffenen Maßnahmen, die die Arbeitsbedingungen und damit die Lebenssituation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeitgestaltung verbessern. Ich werde aber nicht müde, Sie daran zu erinnern. Wir haben den Ausbau der Kindertagesstätten für die Versorgung der Kinder während der Arbeitszeiten, Milliarden für Kitas und andere Familieninfrastrukturmaßnahmen. Wir haben Elterngeld Plus, wir haben die Familienpflegezeit. Das sind die richtigen Antworten. Ja, warten Sie mal, bis Sie ins Krankenhaus kommen, Herr Ernst, dann sind Sie froh, wenn am Sonntag einer arbeitet. Ja, ich mache einfach weiter. Man kann nur warten, bis es vorbei ist. Wir haben die richtigen Antworten auf die Herausforderungen und wir haben die richtigen Maßnahmen für individuelle Bedürfnisse der Arbeitnehmer zu regieren. Wir schaffen den sozialen Ausgleich. Und der im Koalitionsvertrag vereinbarte Rechtsanspruch auf die Rückkehr aus Teilzeit in die frühere Arbeitszeit wird folgen. In Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Rede, dass, Zitat, insbesondere Frauen sich oft unfreiwillig mit einer Teilzeitstelle begnügen müssen. Zitat Ende. Es scheint einfach nicht in Ihr Weltbild zu passen, dass ganz viele Arbeitnehmer und ganz besonders viele Frauen sich freiwillig für Teilzeit entscheiden. Sie reden von der Teilzeitfalle. Das wird durch ständiges Wiederholen auch nicht richtiger. Was ist denn so schlecht daran, wenn sich Frauen und Männer für Teilzeitarbeit entscheiden, um mehr Zeit für die Familienarbeit zu haben? Aber eben auf freiwilliger Basis und in Absprache mit den Arbeitgebern. In Ihrem Antrag fordern Sie weiter ein definiertes Recht auf Nichterreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeiten. Sehr gut.
Laut § 5 des Arbeitszeitgesetzes müssen Arbeitnehmer nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden haben. Haben wir auch schon gehört heute. Das ist gut und richtig, und deswegen braucht es keinen neuen Antrag. Vielleicht müssen wir uns da auch mal selbstkritisch an die eigene Nase fassen. Wer von uns packt das Smartphone weg am Wochenende oder checkt nicht mal am Sonntag kurz die Mails? Nicht nur MdB, vielleicht auch andere Arbeitnehmer. Vielleicht unsere eigenen Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, in seiner Freizeit erreichbar zu sein, von ganz wenigen begründeten Ausnahmen abgesehen. Und es gibt etliche Firmen, die ihren Angestellten geradezu verbieten, in der Freizeit zu arbeiten. Was mir an diesem Antrag zuwiderläuft, ist erneut diese Gleichmacherei. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt nicht die Wirtschaft und die Unternehmen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Millionen Familienbetriebe und Kleinunternehmen. Der Mittelstand ist das Rückgrat unserer Wirtschaft und stellt den größten Teil der Arbeitsplätze. Und er behandelt seine Arbeitnehmer gut. Und jeder Arbeitgeber hat ein Interesse daran, dass es seinen Arbeitnehmern gut geht. Und die zwangsweise Umverteilung der Arbeit wäre hier ein Rückschritt. Über Stress haben wir heute auch schon sehr viel gehört. Stress lässt sich aber nicht verallgemeinern. Stress lässt sich nicht verallgemeinern. Hier wollen die Linken Ungleiches gleich behandeln. Stress ist extrem subjektiv. Sie zum Beispiel scheinen Stress zu haben, wenn ich rede. Stress machen wir uns oft auch selbst. Einer empfindet schon Stress, wenn der Kollege noch locker weiterläuft. Ich freue mich, wenn ich Sie erfreuen kann. Nehmen Sie das auch alle zur Kenntnis hier. Stress ist übrigens nicht nur auf Arbeit begründet. Und eine Anti-Stress-Verordnung halte ich deswegen für wenig praktikabel. Sie löst das Problem nicht, aber sorgt für mehr Bürokratie und Belastung der Arbeitgeber. Und damit wäre keinem geholfen. Schon die geltenden Arbeitsschutzgesetze enthalten Maßnahmen zum Schutz der psychischen Gesundheit der Mitarbeiter. Arbeitgeber sind verpflichtet, solche Maßnahmen zu treffen. § 3 des Arbeitsschutzgesetzes. Psychische Gesundheitsbeurteilung ist auch geltendes Recht. § 5 des Arbeitsschutzgesetzes. Behörden sind in der Lage, gegenüber Arbeitgebern Anordnungen zu treffen und Bußgelder zu verhängen, Paragraphen 22 und 25. Wir haben die Betriebsräte mit Mitbestimmungsrechten. Ich belasse es mal dabei. Aber das Beste habe ich mir echt zum Schluss aufgehoben. Zitat: Initiativen für mehr Zeitsouveränität und kollektive Arbeitszeitverkürzungen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen außerhalb des Zitats, müssen die Arbeitgeber bei der Finanzierung des Lohnausfalls in die Pflicht nehmen. Zitat Ende. Super, ehrlich. Was kommt als Nächstes? Null Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich? Also vor Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geschützt werden. Mit Ihrer Politik zerstören Sie den Mittelstand, und damit ist niemand geholfen. Ich wünsche allen ein stress- und arbeitsfreies Wochenende. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Helga Kühn-Menge.